Hallo zusammen, hier eine neue Aufgabe. Es ist die Aufgabe der IHK-Prüfung vom Mai 2005, Aufgabe 6. Das Thema ist der Maschinenstundensatz. Die Aufgabe sieht folgendermaßen aus. An dieser Stelle könnt ihr das Video anhalten und die Aufgabe lösen. Wie löst man diese Aufgabe? Zuerst brauchen wir alle Kosten, die in den Maschinenstundensatz einfließen. Das sind zum einen die kalkulatorische Abschreibung pro Jahr, zum anderen die kalkulatorischen Zinsen und die Energiekosten pro Jahr. Wie berechne ich die kalkulatorische Abschreibung? Ich nehme den Wiederbeschaffungswert und teile ihn durch die Nutzungsdauer. In unserem Beispiel ist der Wiederbeschaffungswert 960.000 Euro und die Nutzungsdauer 20 Jahre. Damit komme ich auf die 48.000 Euro Abschreibungen pro Jahr. Die kalkulatorischen Zinsen berechnen sich aus Anschaffungskosten 800.000 geteilt durch 2 mal dem Zinssatz von 8% ergibt 32.000 Euro. Die Energiekosten berechnen sich aus dem Anschlusswert der Maschine, der jährlichen Nutzung der Maschine und den Energiekosten. Ergibt 6.400 Euro. Gesamt 86.400 Euro. Die Maschine läuft 1.600 Stunden im Jahr. Das ergibt einen Maschinenstundensatz von 54 Euro pro Stunde. Kommen wir zu den Fertigungsgemeinkosten pro Jahr minus die maschinenabhängigen Gemeinkosten pro Jahr. Das ergibt die Restfertigungsgemeinkosten pro Jahr. Nachzuvollziehen in der Formelsammlung auf Seite 31. Also 200.000 minus 86.400 ergibt die Restfertigungsgemeinkosten pro Jahr von 113.600. Es ist aber der Restfertigungsgemeinkostenzuschlagsatz gefragt. Der ergibt sich dann aus den Restfertigungsgemeinkosten geteilt durch die Fertigungslöhne mal 100. Diese Formel findet ihr auf Seite 27 in der Formelsammlung. In unserem Beispiel die Restfertigungsgemeinkosten pro Jahr 113.600 geteilt durch die Fertigungslöhne aus der Aufgabenstellung 90.880 mal 100% ergibt einen Restfertigungsgemeinkostenzuschlagsatz von 125%. Kommen wir zur Teilaufgabe B. In Teilaufgabe B sollen Sie die Selbstkosten ermitteln. Die Selbstkosten werden folgendermaßen ermittelt. Fertigungsmaterial plus Materialgemeinkosten ergibt die Materialkosten. Den Zuschlagsatz gibt es in der Aufgabenstellung. 160, davon 15%. Sind die 24, die beiden Werte zusammengerechnet, ergibt die Materialkosten von 184. Die Fertigungslöhne kann man wieder berechnen. Wir haben eine Stunde, die 36 Euro kostet. Insgesamt werden 5 Stunden benötigt. Das heißt, 5 mal 36 Euro sind 180 Euro. Der Maschinenstundensatz ist mit 86 Euro pro Stunde gegeben. Auch hier mal 5 ergibt 430 Euro. Jetzt noch der Restfertigungsgemeinkostenzuschlagsatz, der sich aus den Fertigungslöhnen berechnet. Hier ist es wieder die Formel auf der Seite 27 in der Formelsammlung. Ergibt die 198,
Das zusammen ergibt die Fertigungskosten von 808. Insgesamt führt das zu Herstellkosten von 992 Euro, weil 184 plus 808 die 992 ergibt. Dann noch der Verwaltungsgemeinkostenzuschlagsatz und der Vertriebsgemeinkostenzuschlagsatz dazu ergibt insgesamt Selbstkosten von 1.220,16 Euro.